Die Verkehrslage auf den Straßen im Norden verheißt rund um Ostern nichts Gutes. Der ADAC hat dabei besonders die Autobahnen im Blick. Bereits heute, am Gründonnerstag, war und ist einer der beiden verkehrsreichsten Tage des Osterverkehrs. Der Grund: Urlauber mischen sich mit Pendlern und Ausflüglern. Karfreitag geht es weiter, da wird der ganze Tag wieder staumäßig belastet sein. Am Samstag, auch noch am Vormittag, dann ebbt das so ein bisschen ab. Ostersonntag ist relativ ruhig, ja, und am Montag, also Montagnachmittag, wird es auch richtig voll. Nördlich von Hamburg müssen Autofahrer aufgrund von Baustellen auf der A1 und A7 mit Verzögerungen rechnen. Man kann natürlich versuchen, möglichst früh oder eben möglichst spät zu starten. Da hat man noch die Chance, den Stau zu umfahren. Auf dem Weg zur Ostsee wird nördlich von Lübeck und bei Scharbeutz und kurz vor Fehmarn gebaut.